wie wir so früher so früher gehört haben. So, nun ist es so, ihr seid auch die Ersten, denen wir das heute sagen. Und zwar machen wir gerade jetzt nach dem Gegenwurf natürlich allen auch so ein Unplugged-Album, weil wir eben etliche Mails gekriegt haben. Aber das Schöne ist eigentlich das, und auch Andi, Andi, halt mal die Hände hoch. Seht ihr den da? Das ist Andi, ein sehr treuer Wegbegleiter von Anfang an. Und der kriegt dann zusammen mit Messi, halt du auch mal die Hände hoch. Ich hoffe von euch viele Mails, und zwar geht's darum, wir planen. Und ich hoffe jetzt die große Menschenmenge. Ein Konzert in Südtirol auf dem Gletscher oben. Also, 1 und 2, so viel muss man gesagt sein. Und es sind wirklich alle recht herzlich eingeladen. Das Einzige, was ihr tun müsst, verfolgt jetzt ein bisschen die nächsten Wochen oder Tage unsere Homepage. Dann wird alles angekündigt werden. Wie gesagt, es kostet nichts, wir würden uns freuen, wenn ihr hinkommt. Das Geile daran ist, wir werden eure Stimmen brauchen. Definitiv, weil eure Stimmen mit aufs Album sollen. Und ich hoffe, ihr kommt ganz zahlreich. Kriegt ihr das hin? So muss das sein. Also, und jetzt geht es eh so langsam dem Ende zu. Ich hoffe, ihr betrinkt euch. Wir werden das später im Auto machen, denn die Fahrt nach Berlin ist lang. Und bitte, bitte fahrt auch nicht mit dem Auto, sonst kommt die Bullerei und der Führerschein ist weg. In dem Fall, die Pappe! Zuletzt habe ich alles gegeben, da stand die Eichenhäuser voller Stolz und Tiefen. Von Anfang an war ich mir klar, heute darf ich nicht mehr Auto fahren. Doch was passiert, wenn sich Alkohol und die Gewalt plötzlich miteinander paaren? Ja, man schreit ein. Und man tritt aufs Gas. Bums macht es laut und das Auto ist kürzer. Hey, was war das? Wo kam der Baum plötzlich her? Da stand doch vorhin keiner. Blaues Stück Wetter und nichts Wetter. Und die Golden sind da. Gib mir die Pappe wieder. Ist eine zwei, drei kleine Bier. Ich versteh die Brunnen nicht, wenn ich mich wundern, nein, bin ich nicht. Gib mir die Pappe wieder. Und ich verspreche, ich fahr die wieder. Und wie soll die Nacht mich an? Sag, dass ich im nächsten Monat nur noch laufen kann. Hey! Am Tag das böse Erwachen, wo sind die Hände? Frag mich selber, was mach ich für Sachen? Klatschen! Oh, an was hören meine Kumpels in der Kneipe lachen? Schau aus dem Fenster raus und mir fällt auf, seh mein Auto nicht von meinem Haus, als wär der Führerschein im Zug. Nicht schon schlimm genug, aber! Ich lauf los und ich komm wieder an. Kopf an die Tür und ich steh in der Bahn. Es kommt an alle, ich bin hier wieder. Jetzt liegen Sachen, das kann nicht sein. Das ist nicht gemein. Feuerzeuer! Das war das erste Mal. Und mein Schein ist weg. Gib mir die Pappe wieder. Es waren nur zwei, drei kleine Bier. Zeig uns die Hände! Ich versteh die Brummel. Ich bin nicht betrunken, nein, bin ich nicht. Gib mir die Pappe wieder. Und ich versprech's, ich fahr die wieder. Und wie soll die Nacht mich
ihr lacht mich an. Sagt, dass ich im nächsten Monat nur noch laufen kann.